Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten. Die Inspiration ist ein Besucher, der oft nicht bei der ersten Einladung erscheint. Das ist ein Zitat vom russischen Komponist Tschaikowski. Grüezi und willkommen zum ersten Fenster zum Sonntag in diesem Jahr. Passend zum Jahreswechsel geht es bei uns heute um Inspiration. Nicht nur selber gute Ideen haben, sondern auch andere anregen, das will der Lückkönig. Mit einer Gruppe von Kindern baut der passionierte Lehrer Roboter aus Lego. Zusammen bereiten sie sich auf die Schweizer Meisterschaft vor. Angela Pustelnik ist erst 14, wo sie sich zum Leben mit Gott berufen fühlt. Heute heisst sie Schwester Elisabeth und lebt im Kloster zu Jakobsbad. Inspiration kommt nicht auf Knopfdruck, sondern meistens unerwartet und in unterschiedlichen Situationen. Gerade Künstler sind besonders darauf angewiesen. Es gibt oft die Momente, wo man echt tanzt und nachher ja, so ein Gefühl hat, eine Emotion kann erleben. Es braucht ihn mit den ganzen Sinnen und dem ganzen Körper, Geist und Seele. Der klare Schnitt von Schwarz und Weiß, also da finde ich einfach sehr faszinierend am Scherenschneiden und auch die Filigranität, die man drin herausholen kann. Das ist die weiße Leinwand, da kommt die Farbe drauf und das. Das, was ich jetzt mache, das finde ich sehr inspirierend. Ich sehe, was drauf kommt, wie sich die Farbe jedes Mal, wenn ich drüber gehe, mit dem Spachtel, dann nachher, verändert sich alles. Schon als Kind war Tanzen Julia Ebbis Leidenschaft. Heute ist die 29-jährige Bielerin Kopf einer Tanzkompanie. Ich habe mir immer so eine Kompanie vorgestellt, die auf der einen Seite ein gutes Niveau hat, aber auf der anderen Seite auch eine andere Dimension mit einbezieht. Das Ziel ist auch, dass wir, wenn wir Auftritte machen, wünschen wir uns immer, dass auch Leute berührt werden . Seit 2013 treten die Tänzerinnen als Weave Dance Collective gemeinsam auf. Zweimal in der Woche wird trainiert. Die Frauen teilen nicht nur die Leidenschaft fürs Tanzen, sondern auch eine gemeinsame Vision. Ein Ziel, das wir sicher haben, jetzt auch als Gruppe, ist, auch relevante Themen aufzugreifen und Sachen zu choreografieren und zu gestalten, die Menschen auch zum Denken anregen. Ein Thema ist sicher die ganze Sklaverei und Zwangsprostitution. Es ist eben sicher ein Ziel, das dort irgendwie einen Punkt machen und eine Art ein Sprachrohr sein für Leute, die öffentlich keine Stimme haben. Also, dann probieren wir jetzt Weave Dance Collective vereint die Stilrichtungen Modern Contemporary basierend auf Ballett. Inspirationen zu den Tänzen entstehen bei Julia aus dem Moment. Vor allem auf das fokussieren. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oft ist es so, dass mich zum Beispiel ein gutes Musikstück inspiriert. Das ist bei mir vor meinem inneren Auge wie ein Film von Bewegungen, der abgeht. Und wenn ich das habe, dann ist das ein gutes Zeichen, dass ich zu dem hier Choreografie mache. Das ist ein Stück, das heisst Dust to Dawn, also von Staub zum Morgenschein. Und es ist auch einfach ein Schrei vor Gerechtigkeit, in dem Sinne, der zum Ausdruck kommt. Auch im Hinblick auf die vielen ungerechten Sachen, die passieren auf dieser Welt. Wir
da sind alle auch von etwas Ähnlichem inspiriert. Von dem Geschenk vor Bewegung. Und das soll dann nachher wieder andere inspirieren, dass es so ein Kreislauf ist, der von oben zu uns weitergeht. Auch wenn es in dieser Welt recht trist ist, dass es irgendwie noch eine andere Perspektive gibt. Und ja, auch gesunde, schöne Kunst machen. Und den Leuten eben auch wie einen schönen Moment schenken und sie in eine neue Welt hineinbringen. Von Farben fasziniert mich, wenn ich etwas sehe. Farben von außen, wenn nur schon die Jahreszeiten, jede Jahreszeit hat eine andere Farbe. Und die Zusammenstellungen passen immer perfekt. Und das kann ich zum Beispiel auf ein Bild übernehmen. Seit 14 Jahren malt Daniel Häuser. Er liebt das Experimentieren mit Materialien und Farben. Von dem Bild her kommt mir eine Vielschichtigkeit entgegen. Viele Strukturen, hinten dran und vorne dran. Es ist auf eine Art unruhig und ein bisschen wild. Trotzdem, durch den Schriftzug gibt es auch Ruhe drin. Und A und O ist wie Alpha und Omega. Und es ist Gott, der der Anfänger ist, der Schöpfer und der Vollender. Neue Impulse bekommt Daniel durch seinen Glauben und die Natur. Bei einem Besuch im Tessin ist er auf Schwemmholz gestoßen. Nun erschafft er daraus Skulpturen. Oft suche ich mir etwas aus, wo etwas Spezielles ist, wie jetzt hier der Bogen oder ein Stein, der innen verwachsen ist. Einfach etwas, das auch eine Geschichte hat. Das Holz hat eine riesige Geschichte, bis es hier ist. Oder? Und an dem arbeiten, das finde ich mega spannend. Zusammen sein mit der Natur und mit der Schöpfung, auch, das gefällt mir sehr. Die Welt ist einfach viel weiter als nur in meinen Stuben, in meinem Zimmer, in einem klimatisierten Raum. Oder? Und das eröffnet mir auch Raum in meinem Kopf und im Herz. Inspiration für seine Werke findet Daniel auch bei seinem Freund Michele Stricker. Auch er ist Künstler. Die beiden helfen sich gegenseitig. Als Team zusammenarbeiten ist einfacher, weil ich hätte, glaube ich, ein, zwei Projekte schon lange fallen lassen und gefunden, ich bringe es nicht mehr auf den Punkt. Und dann nachher dort die Rückmeldung, eine wohlwollende Rückmeldung, einerseits wohlwollend, aber andererseits auch, tu doch das noch anschauen oder das verstehe ich nicht. Und dann und die kleinen Sachen so bringen es dann nachher, dass man wieder Mut hat. Also er beeinflusst mich sehr einfach durch sein Sein vor allem. Aber auch, dass ich mit ihm ehrlich sein kann. Einfach unsere Freundschaft inspiriert mich für meine Kunst sehr. Oder? Er hat mich inspiriert, zum weitergehen. Inspiration. Für Daniel Häuser bringt sie der Alltag. Ich glaube, dass alle Menschen inspiriert sind. Also alle Menschen haben Begabung oder etwas, was ist. Und danach ist wie der Schritt, rauszukommen, das rauszugehen auch. Das bedeutet mir eigentlich etwas. Und das finde ich, das macht das Leben spannend, oder? Es beruhigt mich, die Arbeit, und es ist wie eine Meditation. Also ich kann mich richtig in die Arbeit vertiefen und halt wirklich mich auch so wieder mit Energie tanken. Bis zu 40 Stunden arbeitet Yolanda Brändle an einem Scherenschnitt. Am Anfang jedes Schnitts steht eine Skizze. Meine Lieblingsmotive sind ein bisschen jahreszeitabhängig. Auf den Winter können dann ein bisschen die winterlichen Motive, halt so Hirten, Schöfe oder weihnachtliche Sachen. Und da gefällt mir dann auch beim Scherenschneiden. Also, dass ich eine Art, einfach dort, wo ich auch drinstehe, das auch so aufs Blatt bringen kann. Am besten gefällt mir so das Endschneiden, wo ich merke, jetzt bin ich dann langsam fertig und komme langsam dann zum Aufmachen vom Scherenschnitt. Das ist so die schönste Zeit während dem Schneiden. Am Anfang hat man halt meistens einen riesen Abend vor sich
Und wenn es dann so aufs Ende zugeht, das ist ein schönes Gefühl. Manchmal sind es auch hier Auftragsarbeiten. Gibt es irgendwie Sachen, ja, die mir selber jetzt nicht einfallen würden? Und wo ich dann denke, ja, da könnte man eine auch noch umsetzen in einen Scherenschnitt. Angefangen hat für Jolanda Brändle alles hier. In diesem Blumenladen war einst das Gemeindezentrum. In einer Ausstellung wurden Scherenschnitte gezeigt. Ja, ich habe einfach gedacht, da ist wie etwas, das man gerne nicht fertig bringen kann. Und ich hat mich einfach von da hat es mich immer wundern genommen, wie kann man da, also da muss man ja Hände haben, wo das könnt schaffen. Da gibt's gar nicht. Also ich hätte mir auch nie gedacht, dass ich das selber mal so fertig bringe. Das war 1998. Vor 3 Jahren eröffnet Jolanda einen eigenen Laden, das Lederli Schererei im Toggenburg. Ich wünsche mir, dass meine Schnitte den Leuten vor allem Freude machen und ja, dass sie auch fasziniert sind von dieser Arbeit. Die Ideen sind mir bis jetzt noch nicht ausgegangen. Also, ich hätte noch viele Ideen, einfach zu wenig Zeit dafür. Der Luc König ist Schulleiter von einer Oberstufe in Thun. Aber sein Herz schlägt auch in der Freizeit für die Kinder. Mit seinem Schülerteam, der Progirobos, baut er Roboter aus Legosteinen. Die Progirobos bei der Arbeit. Seit 5 Jahren leitet Luc König das Team vom Schulhaus Progimatte. Gebaut werden Roboter. Da kann eigentlich nichts aus. Das ist gegen das, was wir nachher drin programmieren, dass er nachher das macht, was wir wollen. Die Progirobos forschen, bauen und programmieren. An mindestens 2 Abenden in der Woche wird getüftelt. Zurzeit bereiten sie sich auf die Schweizer Meisterschaft der First Lego League vor. Diese gibt die Aufgaben vor, die der Roboter erfüllen soll. Ich mache jetzt einfach eine Verankerung für einen Aufsatz, dass er einem festeren Roboter drankommt. Er tut so wackeln und darum tue ich jetzt hier so beweglich an der Seite festmachen, dass er nur so wackeln kann. Mir macht es am meisten Spass, einfach so Ideen zu haben und die nachher umzusetzen. Also, dass man mit Lego einfach so viele Möglichkeiten hat. Und ich denke mir auch, dass ich nachher beruflich irgendwas in die Richtung Ingenieur machen oder so. Neben dem Roboterbau sollen die Kinder bei der First Lego League auch für die wissenschaftliche Forschung begeistert werden. Mhm. Anscheinend schon, ich habe es abgehakt. Ja, wir also haben es eingebaut. Wir forschen gerade über Legasthenie, also LRS. Weil das Thema dieses Jahr, das ist Schule in der Zukunft. Und wir überlegen halt, wie man die Probleme von Patienten, die LRS haben, mindern könnte. 2 Monate haben die Teams Zeit, sich auf den Wettkampf vorzubereiten. Auf Knopfdruck muss der Roboter dann funktionieren und die erarbeiteten Forschungsergebnisse präsentiert werden. Die Wettbewerbe sind halt immer so das Highlight, wenn man halt darauf arbeitet, mehrere Monate und dann einen Tag und dann zählt es dann. Und es funktioniert halt meistens nicht alles. Und die Nerven werden getestet, wer das jetzt am längsten noch mal durchhaben und noch weiter dran arbeiten. Auch das Teamwork wird bewertet. Und dazu möchte Luc König die Progirobos inspirieren. Die Kinder sollen aus der Zeit in seinem Team nicht nur technisches Wissen mitnehmen. Freundschaften und der Glaube an sich und der Wille, hartnäckig etwas im Ziel lohnt sich und macht Freude. Ausdauer lehren, vor allem eben das Teamwork. Ich habe zwar nichts oder ich habe nur wenig, aber mit anderen zusammen bin ich stark. Die Progirobos betreut Luc König hauptsächlich in seiner Freizeit. Tagsüber arbeitet er als Schulleiter und studiert zusätzlich noch Bildungsmanagement. Ich brauche eine Feuerschale für heute. Seine Tage sind gefüllt. Doch auch nach 28 Jahren als Lehrer ist er mit Herzblut dabei. Zu unterwegs sein mit den Kindern, mit den Jugendlichen, das finde ich sehr, sehr spannend. Also die 7. bis 9. Klasse, der Übergang von diesen Kindern, also wenn sie kommen, sind das noch Kinder. Und wenn sie gehen, sind das junge Erwachsene. Also die Metamorphose, die da stattfindet bei diesen Kindern, das ist, finde ich spannend wie verrückt. Und sie also zu begleiten auf diesem Weg, das ist
sehr befriedigend. Motivation für sein Engagement findet der 50-Jährige auch in seinem Glauben. Was ist der Antreiber? Für mich ist es ganz klar, die Botschaft von Jesus ist für mich etwas Wichtiges. Das ist eine Vision für mich, wo ich muss sagen, das lohnt sich danach zu leben, also das möglichst nach dort herzubringen. Für die anderen da zu sein, miteinander weiterzugehen, das kann man im Beruf als Lehrer, wenn man mit so vielen Mitmenschen zu tun hat, sehr gut erleben. Ruhige Momente sind neben Job, Studium, Familie und Progirobos rar. Auf dem täglichen Arbeitsweg entlang der Aare kann Luc Energie tanken. Das ist eine sehr wichtige Zeit. Es gibt Ruhe. Das ist schon für mich die tägliche Work-Life-Balance. Also, da kann ich runterfahren, da habe ich Zeit, nachher meine Gedanken nachher das, was mich beschäftigt, so, das wieder ins Reden zu bringen. Und so. Der Weg gibt ihm auch Zeit mit Gott. Wenn ich unterwegs bin, bin ich am Beten, im Zeitgespräch mit ihm. Was mich eigentlich dreht und macht, das ist das Urvertrauen, das Gottvertrauen, das ich habe. Ich bin eigentlich sehr ruhig, was auch kommt und all die Challenges, die kommen, die manchmal sehr schwierig sind. Es gibt immer eine Lösung, auch wenn sie nicht sehen. Es kommt eigentlich irgendwie auf eine Art immer wieder gut. Nach der Qualifikation für die Schweizer Meisterschaft im November laufen nun die Vorbereitungen auf Hochtouren. Ende Januar müssen die Progirobos ihr Können unter Beweis stellen. Unterstützung erhalten sie von ehemaligen Mitgliedern. Sie helfen Luc, das Team zu betreuen. Er hat uns immer ermutigt, etwas Neues zu probieren. Und vielleicht auch wieder Mut gemacht, wenn man irgendwie eine Woche vor dem Wettkampf ja, noch nicht so weit war, wie man es sich erhofft hat. Ja, und ich denke, er ist halt echt so ein Vorbild auch persönlich, wenn es darum geht, jemanden zu motivieren. Es macht mir auch Freude, wenn ich die Freude, die ich selber erleben kann, anderen Kindern weitergeben kann. Das ist, damit es da nicht irgendwie zwischendurch. Man braucht es eigentlich nur wirklich im Hintergrund. Und die Kinder, die sind selbst organisierend. Das ist das, was Freude macht. Und das macht mich auch ein bisschen stolz, dass wir diesen Raum schaffen können, dass sie das können. Ich muss fast jedes Mal rauspeitschen, dass sie endlich heimgehen. Und sie wollen einfach nicht heim, sie einfach noch bleiben, sie wollen noch spielen. Der Samen hat Frucht geschlagen und jetzt wirklich ein Baum ist geworden. Das ist natürlich ein Geschenk. Das ist schön. Sie ist jung, lebensfroh und hat gerade das Abitur erfolgreich bestanden. Eigentlich steht Angela Pustelnik alle Wege offen. Aber anstatt zu studieren, geht sie ihrem Herzenswunsch nach. Als Schwester Elisabeth lebt sie heute im Kloster Leiden Christi in Jakobsbad. Das Klosterleben ist nichts für Langschläfer. Es ist kurz nach sechs und Schwester Elisabeths erste Aufgabe ist es heute, die Klosterkirche für Besucher zu öffnen. Seit 3,5 Jahren gehört die 22-Jährige nun zur Gemeinschaft der Kapuzinerinnen hier in Jakobsbad, Kanton Appenzell. Jeder Tag wird mit Gesang und Gebet gestartet. Man fühlt sich angenommen und getreut, auch von der Gemeinschaft und vom Gebet. Und man kann im Gebet gut mit Gott schwätzen, ihm alles anvertrauen, ihm bitten und danken vor allem für das, was man hat. Ich empfinde es als etwas ganz Schönes, den Tag mit einem Gebet zu starten, vor allem, weil Jesus Christus uns ganz wichtig ist. Er ist unser Vorbild und wir möchten alle Antwort auf seine Liebe sein. Zu Beginn des Tages, wie auch beim Morgenessen, sprechen die Schwestern nicht miteinander. Die Oberin, Schwester Miriam, erklärt, weshalb. Die Stille hilft uns, aus dieser Ruhe vom Gebet heraus das noch etwas weiterzutragen, in den Tag gehen und einfach auch besinnen, wie gar nicht das wäre, was ich jetzt anfange. Und es wirkt noch, dass ich mit Gott in den Tag gehe. 5 Gebetszeiten pro Tag haben die Schwestern. Kurz nach 8 beginnt für alle die Arbeitszeit.
Schwester Elisabeth arbeitet in der Apotheke. Sie bereitet Salben zu und bringt diese in den klostereigenen Laden. Ein Leben im Kloster kann sie sich trotz ihrem jungen Alter schon lange vorstellen. Ich habe als junges Mädchen schon eine tiefe Beziehung zu Gott gehabt und habe diese Beziehung auch vertiefen wollen, indem ich mein ganzes Leben Jesus Christus weihen wollte. Und da habe ich mit 14 das erste Mal so gespürt und bin mit 16 halt dem nachgegangen und habe nach einem Kloster gesucht und es hat einfach ganz viel mit Gefühlen zu tun. Es ist Jesus Christus, der mich in meinem Leben so tief inspiriert und begeistert mit seinem Leben und alles, was er tun hat und gesagt hat und sich für Menschen eingesetzt hat. Aber auch mit dem Laden hier, da ist etwas ganz Schönes, was wir hier haben und wir können Menschen auch helfen. Und mit ihrer Anliegen und Sorge und Problem vor allem. Tatsächlich stoßen die Heilsalben, Kräuter und Getränke auf reges Interesse bei den Kunden. Auch Kerzen, Glaubenssymbole und Bücher finden sich im Laden. Mit dem Verkauf der Produkte finanzieren die Schwestern das Leben als Gemeinschaft. Die drei Schwestern in der Backstube sind unterschiedlich lange im Kloster. Die größte Inspiration nehmen sie alle aus dem Gebet. Weiter verbindet sie die eindrücklichen Momente, in denen sie sich von Gott berufen fühlten. In dem Moment, was passiert ist, hätte ich gar können brüllen. Und mein Herz ist aufgegangen und mein Verstand gemacht, ui, was passiert jetzt? Und irgendwie war das total anders gewesen. Und ich habe gemerkt, das ist der Weg, den ich weiterverfolgen muss. Und das ist gleich, wie wenn man sich in einen Mann verliebt. Also, da kannst du auch nicht genau sagen, es ist etwas, was mit einem passiert. Es ist etwas, das einen ganz gefangen nimmt, wo tief in der Seele rein etwas passiert. Zuerst hat man das Gefühl, es ist gar nicht... Ja, man bildet sich vielleicht etwas ein, das ist nicht das. Und wenn es immer wieder kommt und so, dann wird man vielleicht mal feinhöriger. Und dann merkt man auch, da wird jemand etwas von einem. Den Schwestern ist wichtig, Anteil am Leben außerhalb der Klostermauern zu nehmen. Von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends ist immer eine der Schwestern am Beten. Denn täglich werden an der Pforte, im Laden oder auch per E-Mail Gebetsanliegen an sie herangetragen. Etwas ganz Schönes, was einmal passiert ist, dass eine Großmutter gebetet hat, weil die Tochter schwanger war und der Arzt hat gesagt, es sei ein behindertes Kind. Sie haben um eine Abtreibung studiert, haben gerungen und wir haben gebetet. Und man hat dann den Bericht bekommen, sie hätten sich entscheiden, das Kind anzunehmen, auch wenn es behindert sei. Und nachher ist ein ganz gesundes Kind geboren. Es ist Mittagszeit. Im Gegensatz zum Morgenessen wird am Mittagstisch gesprochen und viel gelacht. Fast immer ein Lachen im Gesicht hat Schwester Rita. Seit 20 Jahren lebt sie hier im Kloster. Also im Kloster lacht man auch viel. Und ich sage, ihr Leben nach dem Motto, wenn man einen Tag ohne Lachen verbringt, ist ein verlorener Tag. Ich sage. Nach dem Essen haben die Schwestern freie Zeit für sich. Schwester Elisabeth nimmt uns mit auf einen kleinen Spaziergang oberhalb des Klosters und erzählt von früher. Meine Freunde haben mich gekannt. Die haben genau gewusst, dass ich am Samstag und am Sonntag gern zur Kirche gehe. Die haben mich akzeptiert und ich habe mich auch wirklich angenommen gefühlt. Jesus hat einen ganz, ganz wichtigen Wert in meinem Leben. Aber da ich schon früher so war, als kleines Mädchen, habe ich einfach immer viel betet und auch zu ihm gesprochen und so. Zu wissen, dass er für mich am Kreuz gestorben ist und dass er für alle Menschen sein Leben hingegeben hat, ist etwas Gewaltiges. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Er ist mein Wegbegleiter, mein Vorbild, einfach mein Leben, dem ich einfach alles geben würde. Ja. Schwester Elisabeth ist in Norddeutschland aufgewachsen und hat die Matura gemacht. Ihre Eltern und ihre Schwester unterstützten ihren Weg. Doch Lehrer und einige der Mitschüler konnten nicht verstehen, weshalb sie ins Kloster wollte. Er denkt, jeder geht seinen Weg, jeder darf sein Leben so gestalten, wie er will. Wir haben die Freiheit für das. Und ich habe sie auch akzeptiert und ich hoffe, sie haben meinen Weg auch akzeptiert. Sie dürfen sagen, was sie wollen. Aber ich habe mich nicht abirren lassen von dem. Dass ich jetzt da bin, seit
3 Jahre, 3,5 Jahre eigentlich schon. Und ich mich so glücklich fühle, mit allem so angenommen und angekommen auch, als Mensch, so wie ich bin, ist für mich einfach ein Zeichen, ich bin richtig. Jetzt habe ich meinen ersten Profess gemacht im April, habe ich meine Gelübde abgelegt und jetzt habe ich noch 3 Jahre zum Überdenken in dem Sinn. Und nach der ewigen steht es eigentlich fest, dass ich da bleibe. Ja. Und da möchte ich auch unbedingt. Den langen Weg ist auch Schwester Margareta gegangen. Sie ist stark pflegebedürftig. Über 25 Jahre lang leitete sie das Kloster. Für Schwester Miriam ist es selbstverständlich, dass sie hier ihre Pflege bekommt. Es ist mir einfach sehr wichtig, auch sie zu spüren, dass sie ganz zu uns gehört, dass sie uns wertvoll ist, dass wir ihr dankbar sind für das, was sie gewirkt hat. Kraft und Inspiration schöpfen die Schwestern neben den persönlichen Gebeten im Feiern der Gottesdienste und des Abendmahls, der Eucharistie. Eine Messen-Eucharistie-Feier ist für mich eine Kraftquelle, wo ich wieder aufdanken darf und ich darf spüren, Gott ist da, er schenkt sich uns. Wir dürfen uns ganz fühlen lassen von ihm und Kraft holen. Nehmt und essen. Während der Eucharistie empfinde ich Jesus genau mitten unter uns allen. Es ist so, als ob er mit uns mitfeiert. Wenn ich das Wort Gottes höre, inspiriert mich das insoweit, dass mich das Leben von Jesus so bewegt, fasziniert und es treibt mich auch dazu, dass ich selbst einen Auftrag habe und dass ich da auch gerne meinen Mitmenschen zeige. Wir sind am Schluss von unserer Sendung. Wenn Ihnen die Scherenschnitte von Jolanda Brändli gefallen haben, dann machen Sie mit bei unserem Wettbewerb. Wir verlosen nämlich 2x einen 50-Franken-Gutschein von Ihrem Lädeli Schererei. Beantworten Sie einfach folgende Frage richtig bis am nächsten Donnerstag. Was ist der Lückkönig von Beruf? In einer Woche geht es beim Rudi Josoran um Erbschaft, Segen oder Fluch. Und in 2 Wochen stellen wir Ihnen ein Sonnenscheinkind vor. Es geht ums Leben mit dem Down-Syndrom. Jetzt wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit und bis bald, wenn es wieder heisst, Fenster zum Sonntag. Ade miteinander. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten.